Ja, hallo und herzlich willkommen zur Buchvorstellung mit Mira Landwehr, die wir vom Linken Bündnis gegen Antisemitismus München organisieren. Und das tun wir aus gutem Grund, und zwar, weil jetzt hier in München, wie auch in anderen Orten, häufig die sogenannten Corona-Rebellinnen auf die Straße gehen. Und aus dem Grund haben wir uns überlegt, dass wir uns hier ein bisschen vertieft auseinandersetzen mit der veganen Bewegung, mit der Tierrechtsbewegung, weil sich diese Corona-Rebellinnen zu großen Teilen eben aus dieser Szene, aus diesem Milieu heraus rekrutieren. Und ja, damit gebe ich jetzt dann weiter an Mira Landwehr. Ja, hallo, guten Abend. Mein Name ist Mira Landwehr und ich sage nochmal herzliches Dankeschön für die Einladung heute Abend, mein Buch vorzustellen. Vier Beine gut, zwei Beine schlecht zum Zusammenhang von Tierliebe und Menschenhass in der veganen Tierrechtsbewegung. Vielen Dank an das linke Bündnis gegen Antisemitismus München für die Einladung. Das ist jetzt auch tatsächlich das erste Mal, dass ich mein Buch online vorstelle. Und da ich mich selbst gleich selbst vorstelle, sage ich kurz ein paar Sätze zu meiner Person. Ich arbeite seit Abschluss meines Geschichts- und Germanistikstudiums seit etwa 10 Jahren als Journalistin und schreibe unter anderem für Konkret, Jungle World und Das Neue Deutschland. Zum Veganismus bin ich genauso wie zum Vegetarismus gekommen, wegen der Tiere. Dass dabei die Menschen häufig auf der Strecke bleiben, hat mich zunächst bestürzt. Und dann habe ich angefangen, nach Antworten zu suchen. Das Ergebnis war eine Vortragsreise zum Thema Tierliebe und Menschenhass und darauf aufbauend dieses Buch Vier Beine gut, zwei Beine schlecht. In meinem Buch geht es, wie der Titel unschwer vermuten lässt, um Tierliebe und Menschenhass in der veganen Tierrechtsszene und insbesondere um die große und laute Hauptsache für die Tiere-Fraktion. Ganz offenkundig habe ich damit einen Nerv getroffen, denn der Konkretverlag hat selten so viele Reaktionen, auch schon lange vor Erscheinen, auf einen Konkret-Texteband erhalten wie auf dieses Buch. Ich werde jetzt die Präsentation starten. Amazon-Rezensent George etwa schreibt, Zitat, von einer veganen, menschenhassenden Tierrechtsbewegung habe ich noch nichts mitbekommen, ganz zu schweigen von den anderen pauschalen Äußerungen. Ich habe das Buch allerdings auch nicht gelesen, geschweige denn gekauft. Und Jonathan B. schreibt mir in einer anonymen E-Mail, Zitat, wir TierrechtlerInnen sind achtsam und uns ist es nicht entgangen, dass rechte Parasiten ihre vermeintliche Tierliebe zum Zwecke des Menschenhasses instrumentalisieren. Zitat Ende. Viele dieser Reaktionen bestätigen unfreiwillig, was ich bei Leuten, die sich der veganen Tierrechtsszene zugehörig fühlen, immer wieder festgestellt habe. Die Verweigerung, sich mit Kritik auseinanderzusetzen, selbst wenn diese aufzeigt, dass manche Methoden der Szene kontraproduktiv sind und vielmehr dazu beitragen, das Bild der eifernden, missionarischen Veganerinnen zu festigen. Die Relativierung der Shoah sticht hierbei besonders hervor. Und um sie soll es heute schwerpunktmäßig gehen. Ich werde jetzt einen Teil der Einleitung sowie zwei gekürzte Kapitel aus dem Buch lesen, in denen ich das Zusammenwirken der Tierrechtsideologie mit der Relativierung und Instrumentalisierung der Shoah näher beleuchte. Danach wird noch Zeit sein zu diskutieren. Ich skizziere euch zunächst den weiteren Ablauf in drei Teilen. In der Einführung benenne ich wesentliche Probleme der veganen Tierrechtsszene und erläutere, warum die Weltrettung durch angeblich tierleidfreien Konsum eine Illusion ist. Dann komme ich zum Kern des Vortrags und beleuchte den Zusammenhang von Tierrechtsideologie und Relativierung sowie Instrumentalisierung der Shoah. Anhand verschiedener Beispiele zeige ich die Nähe dieser Ideologie zum Antisemitismus auf und erläutere die Funktion des weit verbreiteten sogenannten Holocaust-Vergleichs. Ein sehr aktuelles Beispiel ist eine Aktion der Gruppe Animal Rebellion, bei der Aktivistinnen am vergangenen Wochenende, angeblich ohne es zu wissen, eine jüdische Gedenkstätte geschändet haben.
Anschließend analysiere ich ein angeblich von Theodor W. Adorno stammendes Zitat und erkläre, warum es problematisch ist, für die eigene Agenda Jüdinnen als Gewährsleute zu instrumentalisieren. Dann widme ich mich der PETA-Kampagne »Der Holocaust auf ihrem Teller«. Die australische Künstlerin und Aktivistin Jo Fredericks möchte das Hakenkreuz wieder positiv besetzen und malt leidenschaftlich gern Schafe auf dem Weg nach Auschwitz. Die Tierrechtsorganisation Animal Peace spricht von, Zitat, 6 Millionen Todesopfern, Zitat Ende, und meint damit nicht die ermordeten Jüdinnen. Mit den gnadenlosen Tierrechtsanwältinnen von Anonymous for the Voiceless beschließe ich die Lesung. Auch sie engagieren sich stark gegen den sogenannten Animal Holocaust und dulden, wie viele andere, auch Rechte und Sexisten in ihren Reihen. Im Anschluss findet dann, wie schon gesagt, eine Diskussion statt und es können Fragen aus dem Publikum aufgegriffen werden. Eine Anmerkung vorab. In meinem Text verwende ich das geschlechtsneutrale generische Femininum. Wenn ich von Veganerinnen oder Aktivistinnen spreche, sind also alle Geschlechter mitzudenken. An wenigen Stellen nutze ich bewusst die männliche Form, um möglicher Verzerrung entgegenzuwirken. Ich beginne nun mit der Einführung. Zitat. Sind vegane Nazis nicht besser als normale Nazis? Zitat Ende. Mit dieser und ähnlichen Publikumsfragen bin ich während meiner Vortragsreise zum Thema Tierliebe und Menschenhass im Laufe des Jahres 2018 in Hörsälen und Infocafés konfrontiert worden. Bei fast jeder Veranstaltung kam früher oder später die Frage auf, wie aktivistisch ich selbst sei. Der abstruse Vorwurf, ich würde von der Fleischlobby bezahlt, hasste Tiere und gehörte zur Spezies der, Zitat, konkreten Fleischlinken, Zitat Ende, verbreitete sich auf Facebook. Woher ich mir das Recht nehme, Kritik zu üben, solange ich kein hundertprozentiges Bekenntnis zum Veganismus ablege? Als dürften die Schweinepriester der katholischen Kirche nur deren eigene Schäfchen kritisieren. Der Veganismus hat Probleme, seine Popularität und seine Anhängerinnen. Der rechte Esoteriker Rüdiger Dahlke bereichert den Buchmarkt jedes Jahr mit einem neuen veganen Peacefood-Kochbuch. Marginalisierte Gruppen sollen ihre Kämpfe für Gleichberechtigung hinten anstellen und sich für die Rechte der Tiere einsetzen. Die Relativierung und Instrumentalisierung der Shoah sind in Diskussionen um die Ethik der Ernährung präsent. In einer als unübersichtlich und chaotisch wahrgenommenen Umwelt, in der die Einzelnen keine Rolle spielen, scheint für manche Menschen alles, was mit dem nichtssagenden Label alternativ versehen ist, ein erstrebenswertes Mittel der Selbstbestimmung zu sein, das die Rückgewinnung von Kontrolle verspricht. Der bewusst gewählte und individuell gestaltete Konsum mit starker Betonung der Ernährungsweise wird für manche zum ordnenden Korrektiv. In den vergangenen Jahren ist der Veganismus aus seiner Nischenexistenz herausgetreten und passt sich inzwischen perfekt als konsumierbares Identitätsangebot in das kapitalistische System ein. Die intensive Tierhaltung und Ausbeutung in großem Stil wird nicht allein von veganen Infoständen in Fußgängerzonen abgeschafft werden und auch nicht von noch so grauenhaften Bildern aus Ställen und Schlachthöfen, die vielleicht sogar zur Verrohung beitragen. Sie wird, solange man es mit kapitalistischen Verhältnissen zu tun hat, schrumpfen und vielleicht überwunden, wenn sie absolut nicht mehr profitabel ist. Momentan scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein. Der Hunger der Welt nach Fleisch wächst, die deutschen Produktions- und Exportzahlen steigen, in Teilen der Branche um das Dreifache innerhalb einer Dekade. Was danach kommt? Fleisch aus dem Labor, wirklich guter Ersatzkäse aus dem 3D-Drucker oder etwas ganz anderes? Der kalifornische Konzern Beyond Meat, der auf der Vertriebsebene mit verschiedenen Fleischkonzernen wie der PHW-Gruppe, besser bekannt unter dem Namen Wiesenhof, kooperiert, absolvierte im Frühjahr 2019 erfolgreich seinen Börsengang und vermarktet seit kurzem seinen gleichnamigen Burger auch in Deutschland. Nestlé vertreibt gemeinsam mit McDonald's ein Konkurrenzprodukt. Der vegane Ablasshandel funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie der mit Fairtrade und Bioprodukten und verlangt nicht nach einer radikalen Veränderung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse. Der Kassenzettel ist kein Stimmzettel.
Wäre er es, lautete die Schlussfolgerung, dass Menschen, die mehr Geld haben, auch mehr Einfluss nehmen können. Ein zutiefst anti-emanzipatorischer Gedanke. Veganismus rettet nicht die Welt und auch nicht die Tiere in ihr. In einer kapitalistischen Welt vegan zu leben, mag das Gewissen beruhigen und eine legitime, widerständige Praxis der Verweigerung sein. Es bedeutet jedoch nicht, kein Leid zu verursachen oder moralischer zu sein als andere. Es kann allerdings als bequeme Ausrede dienen, nicht an den Produktionsverhältnissen zu rütteln. Die Lebewesen in den Tierfabriken sind der kapitalistischen Logik zufolge als Waren zu begreifen. Um das Schlachten zu beenden, genügt es nicht, andere Waren zu kaufen. Das belegen schon die Exportzahlen von Fleisch. Beim Anbau und auch bei der Ernte von zum Beispiel Kaffee, Kakao, Avocados, Cashewnüssen, letztere sind beliebt als Grundsubstanz für veganen Käseersatz, bei der Förderung von seltenen Erden für Windkraftanlagen, Handys und Laptops und praktisch allen anderen Konsumgütern, ob mit oder ohne Label zur Gewissensberuhigung, kommen nicht selten Kinder- und Sklavenarbeit zum Einsatz, wird die Umwelt verseucht, leiden und sterben Tiere und Menschen und das alles für unendliches Wachstum und den maximalen Profit. Denn produziert wird nicht zur Bedürfnisbefriedigung von Menschen, sondern damit aus Kapital mehr Kapital wird. Ethik kann in diesem System lediglich selbst zur Ware werden und sich mit entsprechendem Siegel prostituieren. Eines der gravierendsten Probleme ist die von vielen Veganerinnen geteilte Überzeugung, man dürfe niemanden ausschließen. Den Tieren sei es schließlich egal, ob ihre Fürsprecherinnen die AfD wählen oder nicht. Kritikerinnen nennen diese Einstellung Hauptsache für die Tiere, da einer dieses Kampfwort überall dort entgegenschallt, wo Leute unreflektiert und vorgeblich unpolitisch Tierschutz und Tierrechtsarbeit betreiben. Dieser Schlachtruf lädt ganz bewusst Menschenfeindinnen ein. So heißt es ausdrücklich bei der Tierrechtsorganisation Animal Peace, Zitat: Unsere wirklich ernst genommene politische Neutralität erlaubt auch Rassisten und Rechten, Partei für die Tiere einzunehmen. Zitat Ende. In meinem Buch versuche ich, einige besonders problematische Aspekte des Veganismus und der eng mit ihm verknüpften Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegung zu benennen. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern folgt anhand beispielhafter Aussagen und Aktionen der Spur der Verachtung gegenüber menschlichem Leben, die mitunter in offenen Hass mündet. Um Tendenzen aufzuzeigen und Missstände offenzulegen, bleiben Pauschalisierungen nicht immer aus. Die Aussagen und Schlussfolgerungen gelten daher ausdrücklich nicht für alle sich als vegan verstehenden Personen. Ich komme nun zu der in der Tierrechtsszene weit verbreiteten Relativierung und Instrumentalisierung der Shoah und werde mit Hilfe verschiedener Beispiele die Funktion dieser Relativierung herausarbeiten. Ein ganz aktuelles Beispiel belegt die Geschichtsvergessenheit vieler veganer Tierrechtlerinnen. Das ist jetzt natürlich nicht aus dem Buch. Es wird wohl bald eine aktualisierte Auflage notwendig werden. Die internationale Gruppe Animal Rebellion, ein Ableger von Extinction Rebellion, einer Klimaschutzgruppe, deren Mitgründer Roger Hallam ausdrücklich Rassisten und Sexisten in den Reihen begrüßt, hat am vergangenen Wochenende in der Nacht vom 10. auf den 11. Juli in mehreren Städten das Wasser von ausgewählten Brunnen mit Lebensmittelfarbe blutrot gefärbt und dort die Botschaft, Zitat, Animals bleed for human greed, Zitat Ende, aufgesprüht. Übersetzt: Tiere bluten für menschliche Gier. Zu ihrer Aktion schreibt die Gruppe in schlechtem Stil, Zitat: Mit dieser symbolischen Aktion werfen die AktivistInnen der Regierung vor, dass sie Blut an ihren Händen haben durch Verbrechen gegen das Tierwohl, die Ausbeutung von Menschen und die Zerstörung von Lebensgrundlagen in der industriellen Massentierhaltung. Zitat Ende. Die Formulierung Verbrechen gegen das Tierwohl soll wohl eine Anspielung auf das gängige Wort Verbrechen gegen die Menschheit darstellen und die Artenschranke überbrücken. Bei einem der Brunnen handelt es sich um ein jüdisches Mahnmal, das ist auch hier zu sehen. Es ist der wenig bekannte Löwenbrunnen in Köln. Die Mitarbeiterin und der Vorstand des Arbeitskreises Lern- und Gedenkort Jaffne
zeigen sich entsetzt und erklären auf ihrer Internetseite, Zitat: In die Seitenwände des Brunnens sind die Namen von 1100 aus Köln deportierten und ermordeten Kindern eingraviert. Eine Statue Löwe von Juda von Hermann Gofinkel, einem überlebenden jüdischen Künstler, der in seiner Jugend das Gymnasium Jaffne besuchte, steht in der Mitte des Brunnens. Den Löwenbrunnen am relativ versteckt in der Innenstadt liegenden kleinen Erich-Klibanski-Platz kennen nicht viele Menschen, auch nicht in Köln. Die TäterInnen müssen von seiner Existenz gewusst haben und sie müssen auch gewusst haben, dass es sich hier um eine Gedenkstätte zur Erinnerung an die Opfer der Shoah handelt. Zitat Ende. In einer ersten Stellungnahme distanziert Animal Rebellion Köln sich, Zitat, ganz klar von jeglichen Formen der Diskriminierung, Zitat Ende. Man bedauere, Zitat, dass hier der jüdischen Kultur unbeabsichtigt Unrecht getan wurde, Zitat Ende, und wolle Aktionen in Zukunft besser vorbereiten. Diese sogenannte Entschuldigung ist ein weiterer Hohn gegenüber den Opfern der Shoah und ihren Hinterbliebenen. Zeigt sie doch erneut das immense Ausmaß von Unwissenheit und Unreflektiertheit in Bezug auf die Verbrechen deutscher Täter während des Nationalsozialismus. Zitat: Das Gedenken an die Opfer der Shoah ist keine jüdische Kultur, sondern zentraler Teil eines antifaschistischen und demokratischen gesellschaftlichen Konsens. Zitat Ende. Schreibt die Antisemitismus-Expertin Jutta Ditfurth und betont, dass Antisemitismus mehr sei als Diskriminierung. Zitat: Antisemitismus ist eine mörderische Vernichtungsideologie. Zitat Ende. Besonderes Interesse an der Geschichte des Ortes, an dem heute der Löwenbrunnen steht, zeigen die Aktivistinnen in ihrer Stellungnahme nicht. Ein Blick auf die Internetseite des Fördervereins hätte ihnen bereits viele Anhaltspunkte geliefert. Der Verein klärt über die besondere Geschichte des Platzes auf. Zitat: An der St. Apan-Straße 29 bis 31 befand sich von 1884 bis 1942 eines der Zentren jüdischen Lebens und Lernens in Köln. Neben einer Synagoge gehörten ein Lehrerseminar mit einer jüdischen Volksschule sowie seit 1919 das private jüdische Reformrealgymnasium Jaffne, das erste und bisher einzige jüdische Gymnasium im Rheinland, dazu. Heute ist an dieser Stelle der Lern- und Gedenkort Jaffne, der die Geschichte der Schule und seiner Schülerinnen und Schüler lebendig hält. Zitat Ende. Heute Morgen haben die Aktivistinnen eine zweite Stellungnahme veröffentlicht. Diese ist etwas besser formuliert als die erste, spricht aber nach wie vor von Antisemitismus als einer Form von Diskriminierung. Außerdem bleiben wichtige Fragen unbeantwortet. Welche praktischen Konsequenzen zieht die Gruppe daraus? Wird es künftig verpflichtende Schulungen für alle Aktivistinnen zu den Themen Antisemitismus, Rassismus und Sexismus geben? Warum steht keines der Statements auf der Internetseite der Organisation, weder auf der deutschsprachigen noch auf der englischsprachigen? Da es angeblich internationale Aktivistinnen waren, die für die Schändung des Gedenkorts Jaffne verantwortlich sind, sollte die Auseinandersetzung darüber innerhalb der Gruppe ebenso international stattfinden. Auch in anderen europäischen Städten gibt es Mahnmale für die jüdischen Opfer der deutschen Verbrechen. Die Frage, warum für eine Aktion, die Aufsehen erregen sollte, ausgerechnet dieses relativ versteckt liegende Mahnmal in Köln gewählt wurde, ist weiterhin offen. Und so bleibt bis zur vollständigen Aufklärung der Angelegenheit die Vermutung bestehen, dass diese Gedenkstätte eben doch bewusst ausgewählt worden ist. Animal Rebellion Köln behauptet, die verantwortlichen Aktivistinnen hätten lediglich in ihrem Namen gehandelt und seien, Zitat, nicht dauerhaft Teil der Strukturen, Zitat Ende. Eine intensive Auseinandersetzung und Aufarbeitung scheint unwahrscheinlich. Der Brunnen muss nun aufwendig professionell gereinigt werden. Der Förderverein Jaffne wünscht ausdrücklich, dass nicht die Aktivistinnen diese Reinigung übernehmen, da sie an dem porösen Gestein noch mehr und dann irreparablen Schaden anrichten könnten.
Was Animal Rebellion tun sollte, ist, die Kosten für die professionelle Reinigung der Gedenkstätte zu übernehmen. Mehrere Kommentare, die auf die Bedeutung des Brunnens hinweisen, hat die Facebook-Moderation von Animal Rebellion mit der Begründung von ihrer Seite gelöscht. Damit werde die vegane Tierrechtsbewegung gespalten. Und mindestens eine der Verfasserinnen wurde sofort blockiert. Auf Twitter, wo die Organisation keine solche Handhabe besitzt, überwiegt deutlich die Kritik. Diverse Rebellion-Anhängerinnen verteidigen allerdings trotz antifaschistischer Aufklärungsbemühungen die geschmacklose Aktion vehement in den sozialen Netzwerken. So etwas Dine T. auf Facebook. Zitat: Jetzt sind alle Juden total erschüttert. Hilfe! Macht euch hier mal schön weiter lächerlich. Alternativ könnte man sich halt auch mal mit den echten Problemen beschäftigen. Zitat Ende. Mit den echten Problemen meint sie die pro Tag in Deutschland geschlachteten Tiere. Sie ergänzt, Zitat: Juden haben immer recht, Zitat Ende, und beschwert sich, dass allein Jüdinnen, Zitat, in Deutschland als Opfer dargestellt werden dürfen. Alle anderen mit tragischer Vergangenheit sind offensichtlich weniger wert. Zitat Ende. Versehen hat sie ihre zynischen Bemerkungen mit dem Hashtag Speziesismus. Der bereits erwähnte Roger Hallam, also der Mitgründer von Extinction Rebellion, zeichnete im Oktober 2019 die Shoah in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit als, Zitat, "just another fuckery in human history", Zitat Ende. Also bloß einen weiteren Scheiß in der Menschheitsgeschichte. Extinction Rebellion beschwört die baldige Auslöschung der Menschheit herauf und glaubt an Selbstaufopferung. Als Ableger einer solchen repressiven und sektoiden Gruppierung mit antisemitischen Tendenzen verwundert es wenig, dass Animal Rebellion mit ihrer jüngsten Aktion ebenfalls treffsicher antisemitische Ressentiments wie die angebliche Brunnenvergiftung durch Jüdinnen im Mittelalter bedient. Mit rot gefärbtem Wasser und der Anklage, Blut sei an ihren Händen. Ich beginne nun mit der Analyse eines Theodor W. Adorno zugeschriebenen Zitats. Alles, was jetzt folgt, könnt ihr auch in meinem Buch nachlesen. Der Satz, Zitat: Auschwitz fängt da an, wo einer im Schlachthof steht und sagt, es sind ja nur Tiere, Zitat Ende. Er freut sich fortwährender Beliebtheit in der internationalen Tierrechtsbewegung. Das falsche Adorno-Zitat prangt zum Beispiel auf einem Plakat der Tierrechtsorganisation PETA, auf dem ein junges Kalb in einem Bretterverschlag zu sehen ist. Auch im englischsprachigen Raum ist das Zitat verbreitet. Es handelt sich vermutlich um eine verkürzte Paraphrasierung des Textes »Menschen sehen dich an« aus der Aphorismensammlung »Minima Moralia« von Theodor W. Adorno, der neben Max Horkheimer einer der Hauptvertreter der kritischen Theorie war. Das Original sei hier ausführlich zitiert, um den Kontext zu verdeutlichen. Vielleicht ist es der gesellschaftliche Schematismus der Wahrnehmung bei den Antisemiten. Moment, ich beginne nochmal. Vielleicht ist der gesellschaftliche Schematismus der Wahrnehmung bei den Antisemiten so geartet, dass sie die Juden überhaupt nicht als Menschen sehen. Die stets wieder begegnende Aussage, Wilde, Schwarze, Japaner glichen Tieren, etwa Affen, enthält bereits den Schlüssel zum Pogrom. Über dessen Möglichkeit wird entschieden in dem Augenblick, in dem das Auge eines tödlich verwundeten Tiers den Menschen trifft. Der Trotz, mit dem er diesen Blick von sich schiebt, es ist ja bloß ein Tier, wiederholt sich unaufhaltsam in den Grausamkeiten an Menschen, in denen die Täter das »nur ein Tier« immer wieder sich bestätigen müssen, weil sie es schon am Tier nie ganz glauben konnten. In der repressiven Gesellschaft ist der Begriff des Menschen selber die Parodie der Ebenbildlichkeit. Es liegt im Mechanismus der pathischen Projektion, dass die Gewalthaber als Menschen nur ihr eigenes Spiegelbild wahrnehmen, anstatt das Menschliche gerade als das Verschiedene zurückzuspiegeln.
Der Mord ist dann der Versuch, den Wahnsinn solcher falschen Wahrnehmung durch größeren Wahnsinn immer wieder in Vernunft zu verstellen. Was nicht als Mensch gesehen wurde und doch Mensch ist, wird zum Ding gemacht, damit es durch keine Regung den manischen Blick mehr widerlegen kann. Adorno hat durchaus die Brutalität gegenüber Tieren im Blick. Auf dieser Folie zeigt er, was es heißt, wenn Menschen nicht bloß zu Tieren degradiert, sondern zum Ding gemacht werden. Darin, Menschen auf die Stufe von Tieren zu stellen, sei das Pogrom bereits angelegt, also staatlich legitimierte, geplante oder spontane Ausschreitungen gegen eine bestimmte Gruppe, die in Vergewaltigung, Mord, Massenmord münden können. Der Satz zu Beginn ist wichtig. Die Wahrnehmung der Jüdinnen als etwas grundlegend anderes, als Nichtmenschen. Die Vertierlichung bedeutet Ausschluss aus der moralischen Gemeinschaft, Entrechtung und totale Beherrschung. Ist der Mensch zum Nichtmenschen verkommen, da Menschliches nicht als das Verschiedene, also eine lebendige Vielzahl möglicher Variationen im Inneren wie Äußeren wahrgenommen wird, führt die Negation des Menschseins zur Legitimation des Mords, der ebenfalls nicht als solcher betrachtet werden muss. Denn wer nicht einmal mehr Tier ist oder dem nationalsozialistischen Sprachgebrauch nach als Schädling gilt, kann nicht ermordet werden. Denn diese Kategorie ist Menschen vorbehalten. Nicht zufällig nutzten die Nationalsozialisten in den Gaskammern neben Motorabgasen Zyklon B, ein Schädlingsbekämpfungsmittel. In der repressiven Gesellschaft sind sowohl Mensch als auch Tier Unterdrückung ausgesetzt, wobei deren individuelle Dimension und Wahrnehmung unterschiedlich sein dürfte. Menschen sind anders von ihr betroffen, da sie erahnen können, was mit ihnen noch geschieht und warum. Tiere leiden ganz offensichtlich unter den Bedingungen, unter denen sie industriell gehalten werden. Sie nehmen sie wohl unmittelbarer wahr, denn ihrer Welt mangelt es an vernünftiger Erklär- und Verstehbarkeit. Die extreme Entindividualisierung trifft beide, mitunter tödlich. Das falsche Zitat behauptet etwas, das Adorno so nicht formuliert hat und was er nicht gemeint haben dürfte. Es legt eine Gleichsetzung der Vernichtungslager der Nazis mit Tierschlachthäusern nahe. Das verkennt jedoch die dem narzisstischen Massenmord zugrunde liegende antisemitische und rassistische Ideologie, ohne die dieser nicht erklärbar ist und die sich grundlegend von den ökonomischen Interessen unterscheidet, die das massenhafte Schlachten von Tieren zur Nahrungsmittelproduktion bedingen. Adorno und andere Überlebende der Nazi-Herrschaft und der Shoah müssen immer wieder dafür herhalten, dass wenn doch der Jude die heutigen Tierfabriken mit den Konzentrations- und Vernichtungslagern der Nazis vergleiche, man dies ebenfalls tun könne, ja geradezu moralisch verpflichtet dazu sei, um auf die außergewöhnliche Dimension des weltweiten Tierschlachtens hinzuweisen. Eine Aufrechnung der Toten drängt sich geradezu auf. Den 6 Millionen ermordeten Jüdinnen stehen dann 60 Milliarden getötete Tiere gegenüber, jährlich. Und da sind Meerestiere noch gar nicht mitgezählt. Das bedeutet, die Shoah zu relativieren und zu verharmlosen. Sie ist dann kein besonderes, erklärungsbedürftiges Verbrechen mehr, sondern eines unter vielen und möglicherweise schlimmeren. Diese Relativierung muss als antisemitisch bezeichnet werden. Ihre Motivation liegt in der Schuld- bzw. Erinnerungsabwehr. Ein prominentes Beispiel für diese Erinnerungsabwehr ist die US-amerikanische Tierrechtsorganisation People for the Ethical Treatment of Animals, kurz PETA, bekannt für ihre provokanten, häufig sexistischen Aktionen. Durch mehrere gerichtliche Instanzen hindurch musste PETA daran gehindert werden, die Kampagne Der Holocaust auf ihrem Teller in Deutschland durchzuführen. Der Zentralrat der Juden hatte gegen die Organisation geklagt und 2009 vom Bundesverfassungsgericht Recht bekommen. In der Urteilsbegründung nannten die Richterinnen PETAs Kampagne eine, Zitat, Bagatellisierung und Banalisierung des Schicksals der Holocaust-Opfer, Zitat Ende.
Auch der Europäische Gerichtshof, vor dem Peter weitergezogen war, bestätigte das Urteil 3 Jahre später. Peter argumentiert in einer Stellungnahme, Zitat: Die Vorstellung, dass Tiere nicht wie fühlende Wesen behandelt werden sollten, die es wert sind zu leben, nur weil sie anders sind als wir Menschen oder nicht für sich sprechen können, beruht auf der gleichen Teilnahmslosigkeit, die für den Holocaust verantwortlich ist. Zitat Ende. Als blind und geschichtsvergessen entlarvt sich hier ein Tierrechtsverein, dem menschliches Leiden anscheinend wenig bedeutet. Die Kampagne war trotz oder vielmehr wegen des Verbots in der Welt. Die Motive sind im Internet leicht aufzufinden und Tierrechtsaktivistinnen verbreiten sie weiter. Auf einem ist ein nackter, ausgemergelter KZ-Häftling abgebildet, daneben ein abgemagertes Rind, dessen Rippen ebenso hervorstechen wie die des Häftlings. Der Text dazu lautet, Zitat: Zwischen 1938 und 1945 starben 12 Millionen Menschen im Holocaust. Genauso viele Tiere werden für den menschlichen Verzehr jede Stunde in Europa getötet. Zitat Ende. Wen Peter zu den 12 Millionen Menschen addiert, ist unklar. Die jüdischen Opfer der Shoah beziffern sich bekanntlich auf etwa 6 Millionen. Die Botschaft hingegen ist deutlich. Die Bilder sind austauschbar. Und der Tierholocaust muss aufgrund der erschreckenden Zahl als das größere Verbrechen angesehen werden. Auch die australische Künstlerin und Tierrechtsaktivistin Jo Fredericks wirkt an der Relativierung der Shoah mit. Ihre Berufung scheint es zu sein, Kühe in KZ-Häftlingskleidung und Schafe auf dem Weg nach Auschwitz zu malen, um auf die grausame Praxis der industriellen Tierhaltung hinzuweisen. Letzteres ist eines ihrer bekanntesten Motive. Auch eine Swastika auf der Spitze stehend und gefüllt mit bunten Früchten findet sich in ihrem Œuvre. Darunter steht in Großbuchstaben Peace. Fredericks erklärt, sie wolle damit ein Gegengewicht zum Hakenkreuz der Nazis schaffen und in Erinnerung rufen, dass es sich dabei um ein uraltes, heiliges Symbol handle, das wieder positiv besetzt werden sollte. Zum Motiv der vor dem Auschwitz-Tor ausharrenden Schafherde erklärt die Malerin, das Bild habe nichts mit Deutschen oder Jüdinnen zu tun. Es gehe darum, was wir Tieren antun und die Konsumentinnen allein seien verantwortlich dafür. Die materiellen, rationell-ökonomischen Gründe für die Zustände in den Tierfabriken blendet sie dabei aus. Ein besseres Symbol für das Böse, das sich gegen alle Schwächeren, ob Mensch oder Tier, richtet, könne es nicht geben. Fredericks beruft sich darauf, dass man den Begriff Holocaust in seiner ursprünglichen Bedeutung als Brand und oder Tieropfer verstehen solle. Es sei daher unproblematisch, etwa vom Animal Holocaust, vom Aboriginal Holocaust oder vom Native American Holocaust zu sprechen. Zudem moniert sie, die Jüdinnen, die ihn übrigens in der Mehrzahl ablehnen und stattdessen von Shoah sprechen, hätten den Begriff nicht gepachtet. Facebook-Nutzerinnen, die ihre Animal-Holocaust-Analogie kritisieren, blockiert die Künstlerin. Das Beharren darauf, dass es nicht um Jüdinnen und Deutsche gehe, macht stutzig. Fredericks greift willkürlich den von einigen Überlebenden geäußerten Gedanken, sie behandelten uns wie Tiere, heraus und entwickelt daraus eine schräge Ikonografie. Die Schafe scheinen freiwillig auf das Lagertor von Auschwitz zuzustreben, ihrem Tod entgegenzulaufen. Dass es auch jüdischen Widerstand gegeben hat, dass jüdische oder als Jüdinnen wahrgenommene Menschen sich organisierten und sich gegen die Mörder wehrten, unterschlägt Fredericks mit ihrer Interpretation. Die jüdische Partisanengruppe um Tubia Bielski oder der Aufstand im Warschauer Ghetto passen nicht ins Bild des passiven, erduldenden, sprach- und wehrlosen Opfers. Tiere als Partisanen wären freilich ein ebenso groteskes wie falsches Bild.
Fredericks betont, dass die moderne Tiermast so schnell und effektiv vonstatten gehe wie nie zuvor. Mästeten die Deutschen ihre Opfer, bevor sie sie erschossen oder ins Gas schickten? Warum fällt der Aktivistin nicht auf, dass die Bilder nicht stimmig, nicht eins zu eins übertragbar sind? Ihre plakative Darstellung verstellt den Blick auf die unterschiedlichen Motive. Fredericks beruft sich unter anderem auf den polnisch-US-amerikanischen Literaturnobelpreisträger Isaac Bashevis Singer, dessen Mutter und jüngerer Bruder von den Nazis ermordet wurden. In der Kurzgeschichte The Letter Writer, erschienen im Januar 1968 im New Yorker, lässt Singer eine Figur sagen, Zitat, »Wo es um Tiere geht, wird jeder zum Nazi. Für die Tiere ist jeden Tag Treblinka.« Das Zitat Singers hatte bereits bei der PETA-Kampagne Verwendung gefunden. Singer war strenger Vegetarier und setzte sich literarisch wiederholt mit dem Mensch-Tier-Verhältnis auseinander. Dass das Zitat dennoch in seinem fiktionalen Zusammenhang gelesen werden sollte, begreift Fredericks nicht. Auch das angebliche Adorno-Zitat habe sie bei ihrer Kunst inspiriert. Über die provokativen, echten und unechten Zitate hinaus scheinen weder Fredericks noch PETA sich sonderlich für die Zitierten zu interessieren. Neben PETA und Fredericks gibt es diverse Personen und Organisationen, die vom Tierholocaust reden und entsprechende bildliche und sprachliche Analogien verwenden. Im Februar 2017 verglich der als gemeinnützig anerkannte Tierrechtsverein Animal Peace zum wiederholten Mal die Ohrmarkenpflicht für Rinder mit dem Zwang für Jüdinnen, den gelben sogenannten Judenstern an der Kleidung zu tragen. Auf der Website und auf dem Facebook-Account erklärt der von Silke Rutenberg und Reinhold Kassen geführte Verein, Zitat, weil er seinen Kühen keinen Judenstern antackern wollte, soll ein Landwirt tatsächlich dauerhaft in der Klapse eingesperrt werden. Zitat Ende. Im Dezember 2016 hatten die Tierrechtlerinnen bereits für Schlagzeilen gesorgt. Denn ihr Kommentar zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin lautete, Zitat, Gänse? 6 Millionen Terroropfer jährlich in Deutschland. Für Gänse ist jeden Tag Weihnachtsmarkt. Vergesst das nie. Zitat Ende. Offenbar handelt es sich um eine direkte Anspielung auf das bekannte Singer-Zitat. Zur Erinnerung, Zitat, für die Tiere ist jeden Tag Treblinka. Zitat Ende. In Deutschland liegt die Zahl der geschlachteten Gänse allerdings bei knapp 600.000 pro Jahr. Rutenberg, die anscheinend die Facebook-Seite betreut, wird sich nicht aus Versehen verzählt und zufällig die Zahl von 6 Millionen gewählt haben. Auf den Shitstorm, der auf das Posting immerhin folgte, fand sie folgende Erwiderung. Zitat. An alle Hassposter und Oberlehrer. Eure Kritik ist der reine Tierhass. Eine Relativierung des milliardenfachen Völkermords an ihnen. Zitat Ende. Im September 2018 veröffentlichte die Tierfreundin ein Bekenntnis, offen für alle und alles zu sein. Tiere brauchen ein politisch, Zitat, Tiere brauchen ein politisch neutrales Tierrecht, frei von anderen Ideologien. Sonst wird es zum Wurmfortsatz einer politischen Ideologie und ist damit verloren. Wir sind es den Tieren schuldig, ihre Sache und nur ihre Sache hochzuhalten. Zitat Ende. In diesem Zusammenhang erinnere ich noch einmal an das eingangs zitierte Statement, in dem Animal Peace sich ausdrücklich dafür ausspricht, Rechte und Rassisten in die eigenen Reihen aufzunehmen. Dieser Aufruf zieht sich leitmotivisch durch ihre Arbeit. Neben der Organisation von Veranstaltungen, wie der regelmäßig stattfindenden Veganmania in Regensburg und München, ist Animal Peace sehr aktiv auf Facebook. Bei der Mehrzahl der Beiträge handelt es sich um unkommentierte Links, die zu Artikeln oder Videos von Tierquälerei, seltener von Tierrettungen führen. Schockbilder sollen provozieren und Tränchen- und Wut-Emoji-Reaktionen hervorrufen. Ebenso wie die Vereinsvorsitzende lassen viele Fans ihrem Menschenhass in den Kommentarspalten freien Lauf.
eine relativ hohe Anzahl stellen Postings dar, die Freude darüber ausdrücken, wenn Menschen durch Tiere zu schwerem Schaden oder gar ums Leben gekommen sind. Opfer solcher Häme werden sowohl Tierhalterinnen, die ihre Tiere misshandeln, als auch Menschen, die durch Unfall zu Schaden kommen, etwa bei der Überquerung einer Weide von einem Rind angegriffen werden. In einem dieser Fälle feierte Rutenberg einen Stier, Zitat, der seinen Sklavenhalter getötet hatte, Zitat Ende, und sprach davon, dass das Tier, Zitat, in dieser Geschichte das einzig reine Opfer war und blieb, Zitat Ende. Rutenberg verteidigte ihre begeisterte Reaktion auf den Tod des Bauern als opfersolidarisch. Tierrechtsanwältinnen wie Rutenberg und ihre Mitstreiterinnen können oder wollen nicht verstehen, dass die Nazis vornehmlich zwei sich ideologisch und praktisch ergänzende Ziele verfolgten. Das eine war die Eroberung von Lebensraum im Osten, das andere der gesellschaftliche Ausschluss der Jüdinnen, der schließlich in ihrer physischen Vernichtung gipfelte. Dass diese auch durch Arbeit erreicht werden sollte, folgte einem kalten Kalkül, während der Profit, der sich aus Schuhen, Haaren und Zahngold der Ermordeten schlagen ließ, eher ein willkommener Nebenaspekt war. In den Tierfabriken und Schlachthäusern geht es hingegen nicht um die Ausrottung von Lebewesen und schon gar nicht um die von imaginierten Feindinnen der Volksgemeinschaft, sondern um die Vermehrung von Kapital. Die Form ist blutig und hässlich. Und seit Upton Sinclairs bemerkenswertem Roman Der Dschungel über die Chicagoer Schlachthöfe zu Anfang des 20. Jahrhunderts scheint sie sich substanziell kaum verändert zu haben. Doch es ist tatsächlich nur die Form, in der sich das Kapital in diesem Fall akkumuliert. Die effiziente Arbeitsteilung in den Schlachthöfen nahm der Autohersteller Henry Ford als Vorbild für seine Fließbänder und perfektionierte sie. Eine Tierfabrik ist prinzipiell das gleiche wie eine, in der Regenschirme oder Elektroautos hergestellt werden. Das äußerlich verbindende Element zwischen den Tierfabriken des 20. und 21. Jahrhunderts und den nationalsozialistischen Fabriken zur Ermordung von Menschen besteht vornehmlich in der arbeitsteiligen Organisation der einzelnen Prozesse sowie der getakteten, rationellen Technisierung der Abläufe. Ohne die weit vorangeschrittene Industrialisierung wäre das umfassende Vernichtungsprogramm der Deutschen nicht umsetzbar gewesen. Die Deutschen hatten die Jüdinnen als, Zitat, Gegenrasse, das negative Prinzip als solches, Zitat Ende, konstruiert, wie Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung schreiben, die das absolut Böse verkörpere, für alles Schlechte in der Welt verantwortlich seien und restlos ausgelöscht werden sollte. Hiervon sollte, Zitat, das Glück der Welt abhängen, Zitat Ende, wie Adorno und Horkheimer erläutern. Die kaum lebensfähigen Kreaturen in den überfüllten Hühnermastanlagen und ammoniakverseuchten Schweineställen dienen hingegen einem anderen Zweck und sie werden kontinuierlich reproduziert. Das ist ein bedeutsamer Unterschied. In der Tierfabrik soll Kapital sich akkumulieren. Dies geschieht mit dem lebenden und in der Mehrzahl weiblichen Tier, indem man ihm Kinder, Sekrete, Eier und so weiter raubt und im Schlachthaus über Töten, Zerlegen, Einschweißen von Tierkörpern. Im Vernichtungslager hingegen ist das Töten selbst Zweck. Das Produkt ist der Mord. Zum Schluss stelle ich euch nun noch die Tierrechtsaktivistin von Anonymous for the Voiceless vor, die ihre Arbeit als unpolitisch bezeichnen und ebenfalls Befürworterin des in der Tierrechtsszene weit verbreiteten sogenannten Holocaust-Vergleichs sind. Die jüngste sektenartige Verbindung innerhalb der Tierrechtsszene nennt sich Anonymous for the Voiceless, abgekürzt AV. Und macht seit 2016 international mit ihren Cube of Truth-Aktionen auf sich aufmerksam.
Die Aktivistinnen stellen sich mit den durch die Occupy-Bewegung bekannt gewordenen Guy Fawkes-Masken in Fußgängerzonen und auf anderen belebten Plätzen in Würfelform auf und halten Notebooks oder Tablets vor sich, auf denen Videos aus Schlachthöfen, Pelztierfarmen und Biohühnerstellen laufen. Andere halten Schilder mit der Aufschrift Wahrheit hoch. Bleiben Vorüberkommende länger stehen und sehen sich die Videos an, sprechen Aktivistinnen im sogenannten Outreach sie an und klären über die Zustände in den modernen Tierfabriken auf. Weltweit existieren nach Angaben der Organisation inzwischen rund 1000 lokale Gruppen, genannt Chapter, 74 davon in Deutschland, Stand Oktober 2019, mit steigender Tendenz. Die Gruppe hat nichts mit dem Hacker-Kollektiv Anonymous zu tun. Ihr Name und ihr Auftreten sind jedoch augenscheinlich daran angelehnt. Die beiden Frontfiguren, Paul Bashir und Asal Alamdari, sind äußerst präsent und keineswegs anonym. Der Zusatz "for the voiceless", also für die Stimmlosen, nimmt Bezug auf eine in der Tierrechtsszene geläufige Idee, der zufolge Tiere Anwältinnen benötigen, die in ihrem Sinne anklagen, verhandeln und aktiv werden. Dass Tiere tatsächlich keiner Sprache mächtig sind, die eine speziesübergreifende Kommunikation über abstrakte Begriffe wie Freiheit ermöglichen könnte, kommt den selbsternannten Anwältinnen gelegen. Denn so ist es den Vertretenden unmöglich, das Mandat aufzukündigen oder mit den Anwältinnen über Strategien und Do's and Don'ts zu diskutieren. Alamdari und ihr Partner Bashir haben sich das medial und vermutlich auch finanziell erfolgreiche Projekt, dessen Facebook-Seite mit rund 190.000 Likes eine große Reichweite aufweist und weiterhin wächst, unter den Nagel gerissen. Sie haben ihre früheren Kompagnons rausgeschmissen und posieren auf ihren Facebook-Profilen für AV-Merchandise. In ihrer australischen Heimat hatten sie AV zunächst als Gewerbe eintragen lassen. Erst seit dem 15. Dezember 2018 ist AV im Charity-Register der australischen Regierung erfasst. Was mit den Einnahmen aus dem Shop und den Spendengeldern passiert, ist unklar. Es gibt nach wie vor weder öffentliche Rechenschaftsberichte noch Jahresabschlüsse. Auf eine Presseanfrage zur Verwendung der Gelder erhielt ich zuerst gar keine, ein Jahr später eine ausweichende Antwort. Mit dem genialen Hinweis auf andere fragwürdig agierende Organisationen und ob ich die denn auch untersuchen würde. Die Fans kümmert die Intransparenz wenig. Sie verehren und verteidigen das Aktivistenpaar, wie man es von Anhängerinnen kultischer Gemeinschaften kennt. Und sie jubeln über Bekehrungserfolge durch die Cubes. Religiöse Begriffe sind übrigens relativ weit verbreitet in der Szene. Es wird auch von Erweckungsmomenten und anderem berichtet, worauf ich in meinem Buch näher eingehe. Auf der englischsprachigen Website brüstet AV sich damit, durch die Aktion bereits 400.000 Menschen veganisiert zu haben. Dort erklärt die Organisation auch, allein den Tieren zu dienen. In und zwischen den einzelnen Chaptern herrscht ein großes, jedoch fragiles Zusammengehörigkeitsgefühl. Dies drückt sich unter anderem in dem Begriff Family aus, den viele Aktivistinnen in Bezug auf AV verwenden und der mitunter auch szenetypisch mit V am Anfang geschrieben wird. Ehemalige Mitglieder berichten von mangelndem Mitspracherecht, extrem hierarchischen Strukturen, Kasernenhofatmosphäre, Schikane, Diskriminierung und Menschenhass. Das verwundert kaum, denn Bashirs Vorbild ist Gary Jourovsky, einer der Päpste der veganen Tierrechtsbewegung. Jourovsky wünscht Pelzträgerinnen, brutal vergewaltigt zu werden, und Bashir betont, dass er dessen Werte für sich übernommen habe. Menschenrechtsfragen in der Tierrechtsarbeit zu berücksichtigen, findet Bashir hingegen frustrierend. Er ist außerdem überzeugt, dass der sogenannte Tierholocaust allein aufgrund des Zahlenverhältnisses ein größeres Verbrechen darstelle als die Vernichtung der europäischen Jüdinnen durch die Nazis. Im Februar 2020 veröffentlichten AV ein Statement, in dem sie erneut den Tierholocaust beklagen. Menschen, die diese Relativierung und Instrumentalisierung der Shoah ablehnen, sind in Bashirs Augen Speziesistinnen, die ihre Menschenrechtsagenda zu wichtig nehmen. Das Credo lautet: Vier Beine gut,
zwei Beine schlecht. Überdeutlich machte der Tierrechtsanwalt diese Einstellung mit einem Meme, das er im März 2017 auf der AV-Facebook-Seite teilte. Zitat: Why test on animals when we have prisons full of pedophiles? Zitat Ende. Übersetzt: Warum Tierversuche, wenn die Gefängnisse voll mit Pädophilen sind? Zwar erntete er für seinen Vergeltungswunsch Kritik und musste das Posting bald von der Seite löschen. Während einer Fragestunde in Berlin hat er seinen Wunsch, Mörder, Vergewaltiger und Pädophile als Versuchskaninchen zu missbrauchen, jedoch noch einmal bekräftigt. Nahezu alle Versuchstiere werden, nachdem sie verbraucht sind, getötet. Tierrechtsaktivistinnen wissen das. Von mehreren deutschen Würfelorganisatoren ist bekannt, dass sie kein Problem mit Nazis bei ihren Veganisierungsaktionen haben, beziehungsweise selbst faschistisches, rassistisches oder sexistisches Gedankengut teilen. Organisator Magnus Radke zum Beispiel hängt konservativen Geschlechterrollen an und macht sich über Transgender lustig. Er hält es für möglich, dass Intelligenzquotient, Aggressionspotenzial, Impulsivität und psychische Gesundheit mit der Hautfarbe korrelieren. All das erfährt man auf seinem öffentlichen Facebook-Profil. Ein Ben Schuh erklärt in einer Gruppendiskussion auf Facebook, Zitat: Also AV bietet erstmal jedem Menschen die Möglichkeit, an einem Cube teilzunehmen, sogar Fleischessern. Man hat sich entschlossen, politische Gesinnungen vorerst nicht zu bewerten, weil man jedem Menschen die Möglichkeit bieten möchte, einen Einblick in unsere Arbeit zu bekommen, Zitat Ende. Weiter betont der Wuppertaler Organisator, AV sei, Zitat, unpolitisch mit dem primären Fokus auf Tierrechte, Zitat Ende. Für besorgte Bürger hat Schuh laut einer internen Quelle jedenfalls Verständnis. Denn eine fehlende Obergrenze für die Aufnahme flüchtender Menschen und das damit verbundene Aufeinandertreffen, Zitat, kulturell unterschiedlich geprägter Menschen kann durchaus zu Problemen führen, wie beispielsweise Frauendiskriminierung etc., worüber sich Menschen sorgen. Diese Menschen sind erstens nicht per se rechts, zweitens nicht alle Menschenhasser und drittens durchaus gute und offene Tierrechtsaktivisten. Zitat Ende. Wer schlechte Erfahrungen mit Geflüchteten gemacht hat, kann sich Schuhs Anteilnahme ebenfalls sicher sein. In einem klärenden Gespräch soll dann ausgelotet werden, wie tief das menschenfeindliche Gedankengut verankert ist. Von jemandem, der eine fehlende Obergrenze für Menschen, die vor Krieg, Hunger und Tod fliehen, bemängelt. Schuh gibt allerdings vorsichtshalber die Devise aus, Zitat: Äußerungen menschenverachtender Aussagen ist strengstens untersagt. Zitat Ende und Fehler im Original. Bei AV muss man seinen Mitstreiterinnen also verbieten, menschenverachtendes Gedankengut offen zu artikulieren. Es drängt sich die Frage auf, was sonst passieren würde. Andere, ausnahmslos männliche Organisatoren, haben verlauten lassen, dass sie die NPD nicht als Nazi-Partei einstufen, sondern dass es sich hierbei um eine Grenzangelegenheit handle, dass die AfD keine rassistische Partei sei und man sich in einer Meinungsdiktatur befände, wenn man AfDler von den Cubes ausschlösse. Brutales, aggressives, mörderisches Verhalten gegenüber Menschen scheint für Bashir und viele seiner Organisatoren nicht in Konflikt mit ihrer vorgeblichen Empathie für Tiere zu stehen. Der Sozialwissenschaftler Wolfgang Port kam Anfang der 90er in seiner an Adornos Studien zum autoritären Charakter angelehnten Untersuchung Der Weg zur inneren Einheit über Elemente des Massenbewusstseins unter anderem zu dem Ergebnis, dass die Zustimmung zu der Aussage, Tierquälerinnen sollten härter bestraft werden, da sie sich gegen unschuldige Wesen vergingen, sowie die Zustimmung zu der Aussage, Zitat, manchmal sind Tiere die besseren Menschen, Zitat Ende, stark mit Sätzen korrelieren, die Port zum Zwang-, Neid- oder Strafsyndrom zählt. Im Fall von Anonymous for the Voiceless zeigt sich besonders drastisch, welche Konsequenzen die Parole Hauptsache für die Tiere hat.
Und damit bin ich ans Ende der Lesung gelangt. Hier sind noch ein paar Kontaktinformationen für euch. Wenn ihr meine Arbeit ein bisschen unterstützen wollt, kauft doch das Buch, am besten im örtlichen Buchhandel natürlich oder über die Internetseite des Verlags, die hier angegeben ist. Wer eine persönliche Widmung haben möchte, kann mich auch gern per Mail kontaktieren. Die steht da auch auf dem nachtisch@gmx.de. Oder falls ihr Fragen habt, die ihr nicht öffentlich stellen wollt oder wenn ihr Danke sagen wollt oder Kritik äußern oder, könnt ihr mir gerne schreiben. Wenn euch meine Arbeit etwas wert ist, könnt ihr mir auch einen Betrag eurer Wahl an mein PayPal-Konto schicken. Das ist ganz einfach paypal.me/miralandwehr. Und ja, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Zuhören und hoffe, ihr habt etwas mitgenommen. Und jetzt können wir dann in die Diskussion überleiten. Die Präsentation mache ich dann jetzt gleich aus und bin gespannt, wie es euch gefallen hat, ob ihr Nachfragen habt, ob ihr alles verstanden habt, ob ihr Kritik habt. Genau. So. Jetzt muss ich mal schauen. Ihr könnt mich auch sehen. Sollte funktionieren. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Wer ist denn da von den Diskussionsteilnehmern? Ist schon jemand da? Ja, also ich bin auf jeden Fall da. Also Ben hier. Ich dachte eigentlich, Andreas würde so ein bisschen moderieren. Ich auch. Genau, ich dachte nur, ich warte mal ab, wenn es Fragen gibt. Also sobald erste Fragen dann im Chat oder so einströmen. Genau, ja. Gibt es denn welche Fragen von dir, Ben, beispielsweise? Es gibt tatsächlich nur eine Frage, die kommt gleich. Ansonsten gibt es eigentlich hauptsächlich Kommentare, die während des Vortrags in den Chat geschrieben wurden. Ich würde jetzt einfach halt halber einfach mal vorlesen für dich, Mira. Warte, ich hole mir mal eben einen Stift, damit ich gegebenenfalls irgendwas mitschreiben kann. Ich habe mich hier ja vorbereitet. Also es wurde erstmal natürlich sehr herzlich gedankt. Super Vortrag zum Beispiel. Sehr interessant waren die Äußerungen. Dann wurde, ich glaube, das ging um diese Brunnenaktion ergänzt von jemandem, dass Animal Rebellion wohl intern sogar noch dafür geworben hat, diese Aktion zu verteidigen. Wobei jetzt nicht dazu gesagt wurde, welche Quelle oder in welcher Art zu verteidigen. Ja, und dann wurde noch hingewiesen bezüglich dieser Holocaust-Vergleiche, dass tatsächlich auch das bis ins sogenannte emanzipatorische Spektrum reicht. Also es gibt wohl einen Sammelband Tierbefreiung, wo dann auch so dieser Holocaust-Vergleich wohl in so einer Pro-Kontra-Form debattiert worden sein muss. Genau, das waren so die Ergänzungen. Möchtest du da gleich auch noch was dazu sagen? Eher kurz vielleicht. Ehrlich gesagt kenne ich diesen Sammelband der Tierbefreiung nicht. Ich weiß, dass es den gibt und ich weiß, dass das da diskutiert wird, was ich schon auch schräg finde. Also das überhaupt so ergebnisoffen, wie man immer so sagt, zu diskutieren. Ja, ist das jetzt legitim, Tierhaltung mit Ermordung jüdischer Menschen zu vergleichen oder nicht? Lass uns mal irgendwie brainstormen und Pro und Contra zusammenwerfen. So. Da muss man schon auf einem ganz komischen Trip sein, um auf so eine Idee zu kommen. Also wenn man sich selber als emanzipatorisch versteht. Also vielleicht nehme ich mir das auch nochmal vor, dazu was zu machen, auf diesen emanzipatorischen Zweig der Tierrechtsbewegung nochmal genauer einzugehen. So ein bisschen angedeutet kommt es am Ende meines Buchs vor. Was da eben sehr problematisch ist, ist, dass da merkwürdigerweise immer ganz schnell dann so der Dreh zu Israel und Palästina kommt. Also es geht irgendwie um Tierrechte, um Tierbefreiung und so. Und plötzlich geht es dann aber auf einmal nicht mehr um Tiere, sondern um die unterdrückten Palästinenser, die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen und so weiter.
da muss man sehr aufmerksam sein, auf jeden Fall. Also welche Motive dann dahinter stecken, ne? Sich mit Tierbefreiungsgedanken zu beschäftigen. Und wenn dann auf einmal solche Fragestellungen da reingrätschen, dann ist es doch sehr auffällig. Ja, es gibt jetzt auch übrigens die erste Frage dann. Mhm. Und zwar sagt, Samgai fragt, am Anfang wurde Dahlke erwähnt. Kannst du nochmal kurz erwähnen, wer das ist, beziehungsweise was die Kritik an ihm ist? Ja, also ich habe diesen Vortrag jetzt ja sehr auf die Verbindung Antisemitismus und Tierrechtsgedanken ausgerichtet. In meinem vorigen Vortrag, beziehungsweise in den Buchvorstellungen, die ich davor so gemacht habe, habe ich immer das Kapitel über Anonymous for the Voiceless vorgelesen und das gekürzte Kapitel über Rüdiger Dahlke. Darin geht es in dem Buch hier in einem ganzen Kapitel, auch relativ lang. Rüdiger Dahlke nennt sich Reinkarnationstherapeut und hat... Ja, so vor, so um 2011 dürfte das gewesen sein, hat er angefangen, Peace Food als Marke zu etablieren. Er hat angefangen mit einem Sachbuch über die Vorteile veganer Ernährung, also gesundheitliche Vorteile. Vor allem, er ist ja Arzt, allerdings ohne Approbation in Deutschland. Die ist ihm entzogen worden, soweit ich weiß. Ich würde ihn auch als gefährlichen Quacksalber bezeichnen, weil er zum Beispiel auch Lichtnahrung empfiehlt, also sich nur vom Sonnenlicht zu ernähren, auch nichts zu trinken und das über Tage und Wochen und behauptet, das ginge und das sei nicht schädlich für den Körper. Nachgewiesenermaßen sind an solchen Experimenten auch Leute gestorben, natürlich, weil man nicht allein von Sonnenlicht leben kann, das ist unmöglich. Und also es gibt eine ganze Reihe von Kritikpunkten zu seiner Person, zu seinem Verkaufskonzept. Also er veröffentlicht, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es im letzten Jahr war, aber seit 2011, die folgenden Jahre, hat er eigentlich immer dann wieder noch ein neues Buch, das auf diesem Konzept beruhte, veröffentlicht. Das ist auch so seine Masche, dass er Sachen immer wieder aufwärmt und neu verkauft. Das scheint auch sehr gut zu funktionieren. Also er ist einer der bekanntesten, erfolgreichsten, meistgebuchtesten Esoteriker in Deutschland und Österreich. Da hat er ja sein Zentrum, Tamangar heißt das, so ein Erholungszentrum für ja, Großstädterinnen mit Burnout oder so, die sich dann da auf informiertem Eichenparkett geführte Meditationen zuführen können und verdient damit, also vermute ich sehr stark, sehr viel Geld. Was kann man noch zu Dahlke sagen? Ja, also dieses Reinkarnationstherapeut kennt vielleicht auch nicht jede und jeder. Damit ist gemeint, also Dahlke ist Esoteriker und glaubt natürlich an Reinkarnation, also dass man schon vorherige Leben gelebt hat und da so Karma dann angesammelt hat und das immer wieder irgendwie steigt und fällt und je nachdem, wie man sich so betragen hat, hat man dann gutes oder schlechtes Karma. Und eine Schlussfolgerung daraus, die bedient Dahlke persönlich nicht explizit, aber eine Schlussfolgerung daraus lautet eben, und eine Tierrechtlerin, die Gründerin vom universellen Leben, einer Tierrechtssekte aus Süddeutschland, die hat das auch so bezeichnet, hat gesagt, dass die Jüdinnen und Juden selbst an der Shoah schuld waren, weil sie in früheren Inkarnationen Schuld auf sich geladen haben müssen und diese dann durch die Shoah hätten abtragen müssen. Und Dahlke wiederum, also wie gesagt, er sagt dies nicht, aber er benutzt diese Reinkarnationstherapie insbesondere dazu, Frauen, die als Kinder, Jugendliche missbraucht worden sind, denen einzureden, dass das ihre eigene Schuld sei. Also er betreibt da eine Täter-Opfer-Umkehr, die hochgefährlich ist, die nachgewiesenermaßen auch schon Leute in den Suizid getrieben hat, weil die Patientinnen hinterher
auf sich alleine gestellt sind. Ist da keine, ja, also das ist ja kein Therapieansatz oder so, sondern da werden dann irgendwelche Wochenend-Workshops gegeben und ja, danach sind die Leute dann mit ihren offenen Wunden, mit ihren Traumata allein gelassen und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Also das ist alles hoch, hoch gefährlich, das kann man alles belegen, das ist nachweisbar. Aber Teile dieser veganen Szene, die so gesundheitsorientiert sind, die auch viel für Esoterik übrig haben, verteidigen diesen Pseudomediziner bis aufs Blut und sagen, nee, das stimmt doch alles gar nicht und das behauptest du einfach nur, statt ja, sich halt damit kritisch auseinanderzusetzen. Und das ist auch einer meiner Hauptkritikpunkte an ganz, ganz großen Teilen dieser veganen Tierrechtsszene, Tierrechtsbewegung, die Kritikunfähigkeit und die Theorielosigkeit dieser Szene. Also es ist unterirdisch. Und man hat das an dieser Schändung des Brunnens in Köln auch genau wieder gesehen. Die wollen sich nicht mit Geschichte auseinandersetzen, die wollen sich nicht mit politischer Theorie auseinandersetzen, die wollen sich nicht mit Gesellschaftstheorie auseinandersetzen. Die wollen, ja, ich weiß es nicht, also Zoff machen, ihren Narzissmus ausleben und immer auf Kosten anderer Menschen. Und sie benutzen dafür die Tiere. Also sie machen das auf einer Folie, wo es angeblich um Tiere geht, aber die Motive dahinter sind ganz häufig halt andere. Das sieht man eben auch an diesen Kommentaren dieser wie hieß sie, Stine T., die sich da dann in die Bresche geworfen hat und davon erzählt hat, dass, wie war das, Zitat, dass jetzt alle Juden total erschüttert sind und man sich doch nicht lächerlich machen soll. Also da schwingen ganz häufig andere Motive mit als vorgebliche Tierliebe. Vielen Dank. Die nächste Frage stammt von Florian Feichtmeier und er fragt, leider konnte ich den Vortrag nicht von der ersten Minute anhören, deshalb die Frage, wurden die antisemitischen Anteile und Motivationen der Anti-Schicht-Fraktion bereits besprochen? Nein, also das tatsächlich nicht. Das ist auch ein wichtiges Thema auf jeden Fall, das auch immer wieder natürlich aufkommt, aber tatsächlich habe ich, also ich musste so ein bisschen auswählen in meinem Buch. Ich hatte auch erst ein riesiges Konzept. Das wäre, also das jetzt vorliegende Buch hat ja 124 Seiten. Mein ursprünglicher Plan waren irgendwie so 200 oder so. Und dann musste ich das aus bestimmten Gründen halt einkürzen. Dann hat es auch mehr roten Faden bekommen. Das war also, glaube ich, auch sehr positiv für das Buch, dass es gar nicht dieses Ausmaß bekommen hat. Ursprünglich sollte ein Kapitel sich auch mit der sogenannten Schächtkritik auseinandersetzen, die ja unter anderem auch aus AfD-Kreisen kommt. Man kennt das aus NPD-Kreisen, aber eben auch aus liberalen oder sich irgendwie als linksalternativ verstehenden Tierrechts- und sonstigen Tierschutzkreisen. Also dazu kam jetzt nichts vor. Ich kann dazu vielleicht ein bisschen was sagen, aber müsste mich da tatsächlich auch erstmal noch genauer einlesen, welche Personen das genau betrifft, welche Organisationen und so. Also das vielleicht dann eher zu einem späteren Zeitpunkt. Dimitra fragt, ich habe es leider auch nicht ganz von Anfang gesehen. Weißt du was zu den sogenannten Corona-Rebellen und die Verbindungen zu der Tierrechtsszene, beziehungsweise woher kommen Attila Hildmanns NS-Bezüge? Ja, also ich muss gestehen, ich habe mich die letzten Wochen selber so ein bisschen aus den sozialen Netzwerken rausgehalten und mir so quasi ein bisschen Nachrichtensperre verordnet, weil das alles so auf mich eingestürmt ist immer und ich da zugunsten meiner eigenen psychischen Gesundheit dann entschieden habe, mich da mal ein bisschen also das zu drosseln, die Informationsflut. Was ich noch mitbekommen habe in der Causa Attila Hildmann, ich verfolge das natürlich schon von Zeit zu Zeit immer mal wieder,
Also mich hat das auch nicht so wahnsinnig überrascht, ehrlich gesagt, dass er jetzt so abdriftet, dass er so krass abdriftet. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Aber spätestens ab dem Zeitpunkt, ich glaube, das war Anfang, Mitte April dieses Jahres, als sich deutlich abzeichnete, dass er Verbindungen zu den Grauen Wölfen hat, also einer extrem nationalistischen Organisation aus der Türkei. Also da spätestens hätte jedem und jeder klar sein müssen, okay, also der Zug ist abgefahren, der Typ ist Hardcore-Nationalist und er hat ja bereits 2017 so ein patriotisches Posting veröffentlicht und entweder, ich glaube, noch eine Weile davor auch Werbung für und mit zusammen mit der Bundeswehr gemacht, für vegane Ernährung bei der Bundeswehr oder so. Also dieser Mensch ist von Anfang an nicht ganz koscher gewesen. Wer es wissen wollte, der konnte es auch wissen. Aber ganz viele und auch so aus den Kreisen, in denen ich mich eine Zeit lang bewegt habe und aus denen ich mich dann eben aus Gründen verabschieden musste, da kam dann immer wieder so, ja, aber er macht ja so viel für die Tiere. Er hat Veganismus in die Medien gebracht und so. Ja. Also weil er eben jemand war, der das konnte, weil es ihm nicht um moralische Argumente ging, sondern er hat damit geworben, das ist ein cooles Lifestyle-Produkt, Veganismus, damit kann man geile Kochshows machen und das hat gezündet. Und klar, so ist Veganismus irgendwie, also er hat das extrem gepusht, so ist Veganismus medienwirksam geworden und ja, was lernt man daraus? So funktioniert es nicht. Also ich weiß leider auch nicht, wie man es besser machen kann, aber so auf jeden Fall nicht. Und solche Leute zu verteidigen, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, geht einfach gar nicht. Und deshalb sage ich immer wieder Spaltung, Spaltung, Spaltung. Also es geht leider nicht anders. Man muss sich da ganz hart abgrenzen. Ja, vielen Dank. Gibt es denn noch andere Fragen oder Anmerkungen? Soweit sehe ich im Chat nichts mehr. Also ich schreibe mir das Thema Schächten mal auf. Das ist bei mir tatsächlich so ein bisschen untergegangen. Vielleicht kommt dazu dann demnächst nochmal ein Text. Oder in der zweiten Auflage des Buchs. Mal schauen. Ah ja, eine Frage kam jetzt noch rein von Wodka Bull. Was würdest du sagen, ist die beste Art, mit Leuten aus dem eigenen Umfeld in diese menschenfeindliche Tierrechtsszene abrutschen, umzugehen? Ja, also also es sind ja nicht per se alle Leute, die sich in dieser Szene befinden, menschenhassend oder menschenverachtend. Also den Eindruck will ich nicht erwecken. Einige meiner besten Freundinnen und Freunde sind auch Veganerinnen. Also das kann man tatsächlich nicht so über einen Kamm scheren. Man muss da eben sehr, sehr genau aufpassen, wer ist das? Was machen die? Was verbreiten die? Und da sind gerade die, also viele junge Leute ja gerade sind natürlich in den sozialen Netzwerken unterwegs und da würde ich immer zuerst mal einen Blick reinwerfen. Was verbreiten die so? Welche Meinungen teilen sie? Welchen Meinungen stimmen sie zu? Wen haben sie geliked? Also da gehört natürlich ein eigenes politisches Standing dazu. Man braucht einen eigenen Standpunkt, sonst ist das eh unfruchtbar. Und ganz wichtig ist, dass man
sich selber immer versichert, wo man steht. Also es reicht nicht einfach, dagegen zu sein oder so. Man muss halt ganz klar sagen, wo Grenzen sind. Und wenn das noch nicht so weit fortgeschritten ist, also das ist ja auch so ein bisschen wie bei dieser ganzen Impfskepsis und so Geschichten, wenn Leute da so erste Berührungspunkte haben und ganz begeistert sind oder denken, boah, sie haben jetzt irgendwie, sind da gerade an was dran und die Algorithmen im Internet, gerade in den sozialen Netzwerken, die befördern das ja, dass man dann immer von dem einen YouTube-Video zum nächsten kommt und immer tiefer in diese Echokammern reingerät. Wenn man die Leute früh genug am Schlawittchen kriegt und ihnen also zuhört, aber eben auch klar sagt, also hier geht es irgendwie, das ist ein antisemitisches Statement, das geht gar nicht. Also da guckt noch mal genau hin, wer das ist und warum die das machen. Oder das ist ein rassistisches Statement. Da wird irgendwie werden Chinesinnen und Chinesen benutzt, um irgendwie auf Tierquälerei hinzuweisen oder so. Das geht gar nicht so. Ne? Die Chinesen essen alle Hunde oder die Chinesen sind daran schuld, dass Corona jetzt da ist oder sowas. Also da muss man halt ganz klar sagen, das geht nicht. So, das ist menschenfeindlich. Und der Grat ist da halt sehr, sehr schmal. Also es gibt ein paar vernünftige Leute auch in dieser Szene, die gute Sachen machen und die selbstkritisch sind und die mich zu Vorträgen eingeladen haben und die das Ganze reflektiert betrachten und für die vor allem dieser antispeziesistische Gedanke und die Tierrechtsideologie nicht lebensbestimmend sind. Also die noch andere Dinge haben und die, glaube ich, auch anders politisch motiviert oder politisiert sind. Also die beste Voraussetzung ist eigentlich so ein kritischer, undogmatischer Blick und Lesen. Also viel theoretisches, auch kompliziertes Zeug lesen oder sich von Leuten erklären lassen, die es gelesen haben, sich Hilfe holen, wenn man es selber nicht versteht. Also das fehlt halt ganz extrem in dieser Szene und das sage ich auch gerne immer wieder, dass das fehlt und dass das so nicht geht. Also von daher so, ja, als Ratschlag, was tun, wenn jemand da so in diese Szene reingerät? Erstmal gucken, welcher Teil der Szene ist das? Also ist das jetzt dieses Animal Rebellion? Da ist relativ klar, das wird nichts mehr. So, also die haben in ihrem zweiten Statement auch noch was geschrieben. Ich habe mir das hier auch irgendwo notiert. Ja, genau, also dass diejenigen, die das bei dem Löwenbrunnen da angerichtet haben, nicht dauerhaft Teil der Strukturen seien. Also wo ganz deutlich wird, die wollen sich nicht damit auseinandersetzen, was da passiert ist. Die schieben das von sich so, ja, wir waren das eigentlich gar nicht. Das waren so, irgendwie internationale Aktivistinnen, die waren so auf einmal da und haben halt sich dann, ja, warum auch immer, man weiß es nicht, diesen Brunnen da ausgesucht. Sehr, sehr, sehr fragwürdig. Also da einfach aufpassen und die Leute, die sich dafür interessieren, jetzt nicht als Spinner abtun oder Spinnerin oder so, sondern also versuchen, was sind die Motive dahinter? Also warum spricht dich das an, dich für Tierrechte einzusetzen? Also was ist der Gewinn für dich? So und ja, die Antworten können entlarvend sein oder sie können vielleicht auch interessant sein. Sie können vielleicht was, also in der Regel werden sie irgendwas über die Personen aussagen und jetzt nicht über die Tiere oder über die Umweltbewegung oder so, sondern sie werden zeigen, die Person hat ja ein bestimmtes Interesse, weshalb sie das jetzt gerade sich ausgesucht hat, sich da zu engagieren. Sie könnte sich ja auch bei Amnesty International engagieren oder der zivilen Seenotrettung oder irgendwas für Menschen tun. Aber wieso müssen es jetzt die Tiere sein? Also solche Fragen würde ich versuchen, sachlich zu stellen. Dankeschön. Weitere Fragen gibt es momentan nicht. Können ja noch ein bisschen
Schauen, ein bisschen warten. Mhm. Nicht zuletzt wegen der 20 Sekunden Verzögerung, die es gibt. Ja. Genau. Ansonsten denke ich, können wir hier die Runde dann beschließen. Genau, dann vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Vielen Dank auch dir, Mira, für den spannenden Vortrag, die spannende Buchvorstellung. Und genau.